Hallo Leute, willkommen zurück zu Need for Speed und es geht gleich los. Ja, habt ihr Weihnachten gut verlebt? Ich schon. Ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ist ja doch mal schön, so Weihnachten mit der Familie in Ruhe. Mal nicht arbeiten zu müssen. Ich musste nur einen Tag noch arbeiten. Den Rest habe ich mir freigenommen. War auch ganz entspannt hier. Naja, so entspannt es halt mit zwei kleinen Kindern geht. Na, aber war schon cool. Urlaub ist toll. Aber allein mal ein bisschen länger schlafen zu können, wenn es dann geht. Ich sag ja, zwei kleine Kinder ist ein bisschen was anderes. Obwohl, wir dürfen ja mittlerweile schon bis 10 schlafen, also das ist schon echt angenehm. Ich glaube bis 10 gesagt, nein, ich meine natürlich bis 8. Bis 10 wäre Luxus. Bis 10 wäre richtig Luxus. Nein, nein. Bis 8 durfte ich heute schlafen. Trotzdem schön. Scheiße. Ja, ging ja richtig gut hier. Mann. Dachte schon, ich fahre wieder irgendwo gegen. Das war ja nur ein kleiner Unfall. Leichtes Touchieren nennt man sowas, glaube ich. Oh, Taxi. Holt mich doch gleich einer ein. Auch noch ein Audi? Du Schwein! Hab dich gleich wieder. Hab ich doch jedenfalls. Feigling. Gegenverkehr ist doch viel spannender. Okay, ich bin ganz schön oft angeeckt. Muss ich ja mal sagen gerade. Ich doch nicht im Gegenverkehr fahren. Scheiße. Da war ja schon das Ziel. So ein Mist. Nochmal. War ich denn doch schneller im Ziel, als ich dachte, irgendwie. Eine kurze Strecke. Ihr wisst ja, bei Sprint gibt es auch solche und solche, ne? Und das war eindeutig kurz. Alter, los! Na komm! Ach scheiße, ich hätte doch über Bahnhof fahren können da. Zopp. Verdammt. Hätte ich in der ersten Runde auch schon machen können. Oh, da ist der Audi schon wieder. Ja, diesmal habe ich diese Kurve besser gekriegt. Vorsprung halten, nicht zu auf dem Gegeneiern. Und eindeutig diesmal auf der Fahrerspur fahren, nicht auf der Gegenspur. Vielleicht klappt das ja besser.
Ja, klappt besser. Bis hierhin jedenfalls. Ja, man sollte sich das Nitro auch aufsparen. Hey, wo kommt doch hier gleich mein Ziel? Da. Eindeutig, mit Nitro durchheizen. Dann dürfte ich das ja wohl packen. Ja, ja, geht doch. Haha. Haha, haha. Geht doch. So soll das sein und nicht anders. Ab zum Unterschlupf. So, Blacklist. Rennen. Ein K.O.-Rennen. Eine Mautstelle. Eine Mautstelle, noch eine Mautstelle, ganz viele Mautstellen. Fahre ich meine Mautstelle. Mit Kopfrisiko maximal. Na gut, dann mache ich das. Wenn ihr mit wollt, dass ich das mache. Und diesmal ohne Cops. Nerven ganz schön. Vielleicht habe ich ja Glück. Bin ich doch schon gar nicht mehr. So wie ich das sehe, bin ich schon längst da weg. Oh, wo ist denn die nächste Mautstelle? Sag mal. Alter, ist die weit weg. Da ist sie. Wenn man vom Teufel spricht, da ist sie doch. Da kommt mein Polizeifahrzeug, eine tolle Wurst, da fahre ich auch noch hin. Ah, dann dreh du mal um. Info 3 hinter dem gemeldeten Fahrzeug. Er versucht mich abzuschütteln, Standby. Nein, ich will mein Rennen beenden. Wir sind unterwegs in östlicher Richtung, auf der Route 54. Da kommt gleich noch einer. Alter Schwede. So, jetzt kommen wir da auf. Gerade auf der Straße fahren, nicht abdrängen lassen und auch keinen Mist bauen hier. So, komm, da ist die Mautstelle. Durch. Ich brauche schnellstmöglich Unterstützung. Der Kerl hält einfach nicht an. Oha. Okay, Roger. Ich würde mal sagen, doch. Habe ihr kriegt es nicht. Für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Oh, schon wieder so eine lange Strecke. Seht die Zeit, die oben läuft. Ach komm, hier war noch nie dichter Verkehr. Feier am Verkehr hatte ich bei diesem Spiel, glaube ich, noch nie. Charlie 18, bitte schnellstmöglich Lagebericht. Situation unverändert. Versuche weiterhin dran zu bleiben. Da ist er, die nächste. Hab dich. Da ist die Mautstelle. Sehr schön. Guten Zeitbonus gekriegt. Ach ja, die Strecke sieht so geil aus. Mautstelle, da ist sie. Und ab zur nächsten. Am besten ohne so viele Fahrfehler. So, und durch da.
Gewonnen. Ah, na toll, jetzt muss ich nur abhauen. Bin hinter dir, was soll ich machen? Ha, er ist direkt an mir vorbeigebrettert. Gebrettert? Es ist Kontakt verloren. Ich fahre dahin, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Wie sehe ich Kontakt verloren? Echt? Geil. Hab ich ja richtig Schwein gehabt, wo ich gerade längst gefahren bin. Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet in südlicher Richtung durch den Camden Tunnel. Absperrung des Sektors im Radius von 10 Meilen. Das ging ja schnell. Die Einsatzleitung genehmigt. Ah, hab ich aber Schwein gehabt. Einsatz ist weiterhin Q6. Zielpositionen eventuell anpassen. Sehr schön. Sofort zum Unterschlupf. Eindeutig. Blacklist. Rennen. So. Radarfalle. Schon wieder Kopfrisiko maximal. Ich hasse euch. Ach ja. Niemand diese blöden Cops. Ja, muss ich gleich mal gucken, was ich noch brauche, um Blacklist zu machen. Hätte uns innen rumfahren sollen. Naja, egal. Hauptsache, ich fahre die Mautstelle ordentlich. Jo, 286. Oh, 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 oh. Da ist sie. 250? So, okay. Achtung, Kanal 1. Haben jede Menge Anrufe aus der Bevölkerung über eine Gruppe gefährlicher Fahrer. Vielleicht wurde sie gesehen. In östlicher Richtung. Jo, nochmal 280. In der Nähe des Bankenviertels. Ich brauche eine freie Einheit, die bitte dorthin fährt. Da kommt mein Bulle. Nein, auf der anderen Seite. Da ist er. Mister. In den Rasern knallhart auf den Fersen. Knallhart? Na. Kurz drei. Dann fahr du mal knallhart hinter mir her. Er setzt sich langsam ab. Ich versuche, Sichtkontakt zu halten. Scheiße. Zu wenig. Wir verfolgen mehrere Verdächtige, fordern umgehend Verstärkung an. Boah, okay, zieht Leine. Haut ab hier. Einheiten haben so, geht einfach. Ja, wenn ihr vor mich fahrt, seid ihr selber schuld. Ja, der war gut. Sehr schön, 290. Charlie 28, nehme Verfolgung auf. Komm, nochmal sowas Geiles. Und alle einhalten. Bei diesen Geschwindigkeiten kann das flüchtige Fahrzeug abheben. Vorsichtig vorgehen. Fahrzeug verloren, aber er kann noch nicht weit sein. Unterstützungseinheiten. Boah, ab zu meiner nächsten. Gemeldet in Fahrtrichtung Süden. Na komm, bist du Radarfalle da. Sektorsperrung wurde genehmigt. Klasse. Zusätzliche Einheiten werden zur Verfügung gestellt und dem Perimeter zugeteilt. Na toll. Bestätige Zentrale. Hier Charlie 15 mit weiteren 4 Einheiten. Wir sperren den Bereich nordöstlich seiner letzten Position. Das ist zwar schön. Zentrale, hier ist Sierra 1. Hier gibt es keine Spur von dem Kerl. Wir verlassen den Sektor. Boah, komm, Stoff da, ich muss da durch. Noch schaffe ich das, noch schaffe ich das, noch schaffe ich das. Ja! Oh. Yeah! Ha, 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 ha. Scheiße, ich habe meine Fluchtpunkte überfahren. Geht auch so, ab zum Unterschlupf. Und weg bin ich. Sehr schön. Yeah! So, Blacklist. Was muss ich denn noch machen? Rennen habe ich genug geschafft. Die Meilensteine muss ich natürlich noch alle fahren. Ist aber irgendwie was. Jetzt habe ich den Fahrzeugkontakt. Länger als 7 Minuten. 10 Straßensperren. 4 Nagelbretter. Und ich habe noch ein paar Blitzer auszulösen. Was ist das denn für ein krummer Betrag? Okay. Gut, was ist mit meinem Kopfgeld? 2.300.000. Ich habe noch ein bisschen was vor mir, so wie das aussieht.
Erhöhen wir das mal ein bisschen. Okay, gar nicht. Ach Gott, der Geliebte hier. Zu langsam. Ich dachte, irgendwas mit 170, die hatte ich doch. Aha. Klar. Ist ja nun auch blöde Ecke für einen Blitzer. Also wird das nichts. Dreimal angeeckt hier. Nee, komm, ab zum Unterschlupf. Ich mach so Kopfgeld fahren. So hat das keinen Zweck gerade. Mach ich das gleich ordentlich. So, dann gib mir mal was Schickes hier. Joa, sind alle mittendrin. Na gut. Echo 15. Ja, nicht gleich gegenfahren. Oh, ich den wieder um oder so. Verdächtiges Fahrzeug ist ein orangefarbener Supra. Er stößt ganz klar gegen das Tempolimit. Er versucht zu fliehen. Bleib dran. Ich hole ihn ein. Der ist auch cool. Scheiße, ich fahre mit dem falschen Auto. Das ist mir jetzt früher angefallen. Alle Einheiten. Die Einsatzleitung ist auf Alarmstufe 2 gegangen. Na gut, ich habe ihn eh schon mal abgeschüttelt gerade. Gott, ist das ein Vollidiot. Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet in Fahrtrichtung Süden. Auf dem Bond Boulevard. Alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung werden abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6 und wird auf die ist hier eine coole Garage hier. So. Trotzdem falsches Auto. Wagenauswahl. Das ist die falsche Karre. Den habe ich ja auch immer noch. Kann man zur Not irgendwann mal verticken, wa? Oder auch irgendwann mal aufpolieren. Naja, gut. Meilensteine. Ne, war auch mal der andere Punkt dabei. Ne, ist immer dasselbe. Bei Kopfgeld sind die aber anders. Machen wir mal irgendwo mittendrin. Zentrale, Delta 28. 1096 bei einem Verdächtigen. Alles weitere später. Du bist ja ein Vollidiot. Oh, Mann. Nee, gut, der hat auch nicht so viele Sterne. Ich dachte schon. Der ist schon auf Stufe 4 oder so. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Ah, ich mal sie ja mal um die Autos. Gut. Er rast durch den Park. Ja. Gut erkannt. Und du bist schon wieder weg. Mann, seid ihr Vollidioten, echt. Alle restlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt. Gut, dass ich dich wiedergefunden habe, echt. Zielobjekt gefunden. Nehme Verfolgung wieder auf. Ach nö, jetzt sind die oben. Oh Mann, seid ihr Spackos, ey. So dämlich kann man doch nicht sein. Ey, Kacke. Alle an der Sektorsperrung beteiligten Einheiten. 5-1 gibt Anweisung auszuschwärmen. Ihr könnt euch zurückziehen. Das sieht ja mal auch geil aus mit der Laterne gerade. Ja, yeah, cool. So. Ich sehe schon, ich darf diese Folge nicht mehr. Also verabschiede ich mich jetzt und versuch's in der nächsten nochmal. Ciao, Leute.